Monet, Claude Monet Buch von Seltzer und Kenzi Selmken C mit Abbildungen aller seiner Werke mit kompletten Notenbuch der Oper, Wenn die Seerosen blühen, komponiert von D. Seltzer und Kenzi mit 972 Seiten für nur 9,80 Euro, zum Beispiel bei Amazon, alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form, durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren, ohne Genehmigung des Autors und Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Claude Monet, geboren 14. November 1840, verstorben 6. Dezember 1926. Biografie von Claude Monet. 1840 Claude Oscar Monet wird am 14. November als zweiter Sohn des Kolonialwarenhändlers Claude Adolphe Monet und seiner Frau Louise Justine, Verwitwete Aubry, in der Rue Lafitte 45 in Paris geboren. 1845 Umzug der Familie Monet nach Le Havre, wo Monets Vater in das Geschäft seines Schwagers Jacques Lecadre eintritt, der mit Schiffsbedarf und Kolonialwaren handelt und im Vorort sein Theadresse an der Küste ein Haus besitzt. Kinderjahre und Schulzeit verbringt Monet in Le Havre. 1855 Monet fertigt Karikaturen an, die er in Le Havre zum Teil für 10 bis 20 Franc verkauft. 1856 Zeichenunterricht in Le Havre bei Carlos Fracois Ochard, einem ehemaligen Schüler von Jacques Louis David. 17, 48, 18, 25, 1857 Tod der Mutter am 28. Januar. Seine Tante Marie-Jeanne Lecadre übernimmt Mutterpflichten. 1858 Begegnung und Freundschaft mit Eugene Budin. 18, 24, 18, 98, mit denen er im Freien an der Küste erste Pastell- und Ölbilder malt. Erstmals Ausstellung eines Ölgemäldes, Ansicht von Rueles, in Le Havre. 1859 Beginn des Studiums der Malerei in Paris. Im Salon beeindrucken ihn Bilder von Constant Troyon, 18.101.865, und Charles Francois d'Aubigny, 18, 17, 18, 78. Eintritt in die Académie Suisse, wo nach lebenden Modellen gearbeitet wird. Schließt dort Freundschaft mit Camille Pissarro, 18.301.903. Häufiger Gast im Künstlerlokal Brasserie des Martyrs, dem Treffpunkt der Realisten um Gustave Courbet, 18, 19, 18, 77, 1861 Militärdienst bei den Casseurs d'Afrique in Algerien, wegen Typhuserkrankung nach Frankreich zurückgeschickt. 1862 Erholungsurlaub in Le Havre, dort Begegnung mit dem holländischen Maler Johann Barthold Jongkind, 18.191.891, mit dem er sich eng befreundet. In Paris Schüler im Atelier von Charles Gleyre, 18.06, 18.74, wo auch Jean Frédéric Bazille, 18.411.870, Pierre-Auguste Renoir. 18, 41, 19, 19, und Alfred Sisley, 18, 39, 18, 99, Arbeiten. 1863 Bilder von Eduard Manet. 18, 32, 18, 83, beeinflussen ihn und seine Palette hält sich merklich auf. Freilichtmalerei mit seinen Studienkollegen im Wald von Fontainebleau bei Chalienbris. 1864 Mal Aufenthalt in Chalienbris sowie an der normannischen Küste bei Honfleur, Gasthof Saint-Simeon. Besuch der Familie in Saint-Adresse und Begegnung mit seinem ersten Förderer, dem Reeder Gaudibert. 1865 Erste Ausstellung im Salon mit zwei Seestücken. In C. Half entsteht das große Freilichtgemälde Das Frühstück im GRI, in mit Camille Donzioix und Bazille als Modellen. Malt später in Trouville in der Normandie mit Budin. C. Urbit und Daubigen. 1866 großer Erfolg im Salon mit dem Porträt Camille oder Dameren grünen Maid, für das seine Geliebte Camille Donzioix Modellstand. Lobende Artikel von Zola, mit dem er sich befreundet.
malt in sein Teeadresse Terrasse am Meer sowie in Honfleur mit Budin und Corbett 1867 gemeinsames Atelier mit Bazille. Seine Frauen im Garten werden vom Salon abgelehnt. Am 8. August Geburt von Claudes und Camilles Sohn Jean 1868 Aufenthalt in Bennecourt an der Seine, wo er sich aus Geldnot zu ertränken versucht. Salon zeigt ein Hafenbild von Le Havre. Mit Camille und Jean in Fram an der normannischen Küste. Pfändung von Bildern, die Caudibert zurückkauft, dessen Frau Monet porträtiert. Mal das Frühstück 1869 Zurückweisung durch den Salon. Mal zusammen mit Renoir in Bougival an der seine Darstellungen des farbenfrohen Bade- und Wassersportbetriebs von La Grenouille 1870 Ablehnung durch den Salon. Am 26. Juni Heirat mit Camille Leonie Donzioux. Malt in Trouville mit Budin. Am 19. Juli Ausbruch des Krieges zwischen Frankreich und Deutschland. Flucht nach London, dort Studium der Bilder von Willy Donner, 1775, 1851, und John Constable, 1776, 1837. Bekanntschaft mit dem Pariser Kunsthändler Paul Durandru, 1871 Nachricht vom Tode des Vaters. Waffenstillstand zwischen Frankreich und Deutschland. Abreise nach Zaandam Holland, dort Erwerb japanischer Drucke. Übersiedlung nach Argenteuil, eben da Haus mit Blumengarten und Dun plus minus Camilles Erbe und Mitgift Beginn eines sorgenfreieren Lebens 1872 Bau eines schwimmenden Atelierbootes. Malt in Le Havre, Impression. Sonnenaufgang, im Sommer in Holland und im Herbst mit Renoir in Argenteuil 1873 Freundschaft mit Gustave Caillebotte, 1848, 1894 Gründung der Vereinigung Unabhängiger Künstler, Sociét Anonyme Coop und Ative d'Artistes Peintres, Sculpteurs. Graffeurs um die eigenen Werke außerhalb des Salons auszustellen. Monet wird führender Kopf dieser Malergruppe und übernimmt die Rolle, die Manet bis 1870 innehatte. 1874 erste Ausstellung der Vereinigung im Atelier des Fotografen F.M.E.X. Nadar am Boulevard des Kapuziners in Paris. Nionets Bildimpression. Sonnenaufgang wird durch einen Artikel des Kritiker Louis Leroy namengebend für die Gruppe der Impressionisten. Malt im Sommer mit Manet und Renoir in Argenteuil 1875 Materielle Notsituation in Argenteuil. Monet malt Schneelandschaften 1876 Freundschaft mit dem Kaufhausmagnaten und Kunstspekulanten Ernest Hoschede und Einladung in dessen Schloss Heimont-Garonne in der Nähe von Paris. Erkrankung von Camille. In Paris Beginn der Bilderserie Bahnhof Saint-Lazare, die er im folgenden Jahr fortsetzt. 1877 dritte Impressionistenausstellung mit 30 Bildern von Monet, darunter 7 Werke des Bahnhofs Saint-Lazare. Erste Nummer der Zeitung, L'Impressioniste. Bankrott des Mäzens Ernest Hoschede bringt Monet und seine Familie in finanzielle Schwierigkeiten. 1878 Übersiedlung von Argenteuil nach Paris, dort Geburt des zweiten Sohnes Michel. Im August Umzug nach Vteuil an der Seine, wohin Hoschede und seine Frau Alice mit ihren 6 Kindern folgen. Verschlechterung von Camilles Gesundheitszustand 1879 vierte Impressionistenausstellung mit 29 Bilder von Monet, darunter etliche seiner Landschaften aus der Umgebung von Vteuil. Tod der erst 32-jährigen Camille. Alice Hoschede übernimmt die Fürsorge für die beiden Söhne Monets, zusätzlich zu ihren eigenen 6 Kindern. Im folgenden sehr harten Winter malt Monet mehrere Bilder von der verschneiten Landschaft und dem Eisgang auf der seiner 1880 fünfte Impressionistenausstellung ohne Teilnahme von Monet, Renoir und Sisley. Monet ist im Salon mit einem Bild vertreten. Einzelausstellung in den Räumen von George Carpentiers Zeitschrift La Vie Moderne mit 18 Werken, 1881 Arbeitsaufenthalt an der Küste der Normandie, Diepe, Famp, Bourville, Warengeville, Etretat, Trouville. Übersiedlung von Vteuil nach Poissy an der Seine, wohin ihm Alice Hoschede,
gegen den Willen ihres Mannes mit den Kindern folgt 1882 erneuter Malaufenthalt an der Küste der Normandie und Beteiligung an der 7. Impressionistenausstellung mit 35 Bildern. Juni bis Oktober mit beiden Familien in Bourville, später Rückkehr nach Poissy 1883, Anfang des Jahres in Lavra und Etretat, anschließend Retrospektive bei Durandrue in Paris mit 56 Gemälden. Umzug nach Giverny an der Mündung der Äbte in die Seine. Florale Innenraumdekorationen für Durandrues Wohnung in Paris 1884, Gründung des Salon des Inke Sechs Pendants in Paris und der Societe des Winkt, Les XX, in Brüssel. Aufenthalt an der französischen Riviera, Ordichera, Dulce Aqua, Ventimiglia, Menton. Bekanntschaft mit dem Schriftsteller Octave Mirbeau, 1850, 19. 17, der sich mit seinen Aufsätzen in La France für Monet einsetzt. 1886 Publikation von Zolas Roman Das Werk empört die Impressionisten durch die Anspielungen auf ihre Lebensläufe. Aufenthalt in Holland dabei Gemälde von blühenden Tulpenfeldern. Achte und letzte Impressionistenausstellung mit der Grande Jatte von Georges Perseurat 1.859.189 L, aber ohne Beteiligung von Monet. Monet malt Figurenbilder im Freien sowie Küstenbilder in Etretat und in Belle-Île-Lin-Mer in der Bretagne, wo er Gustave Geffroy, seinem späteren Biografen, begegnet. 1887 erfolgreiche Ausstellung bei dem Pariser Galeristen Georges Petit mit 15 Arbeiten, davon 10 Ansichten von Belle-Île. Durandrue eröffnet Galerie in New York und zeigt Bilder von Monet. 1888 wiederholte Aufenthalt in Antibes und Juan Lespins an der Côte d'Azur. Einzelausstellung in der Galerie Bussot und Valadon in Paris, die der Kunsthändler Theo van Gogh, 18.571.891, der Bruder Vincent van Goghs, 1853, 1890, veranstaltet. Aufenthalt in London. Verweigert das Kreuz der Ehrenlegion. Beginn der Getreideschober-Serie 1889 malt Kreuze Landschaften in Fresselines. Sensationelle Retrospektive bei Georges Petit in Paris mit 145 Arbeiten von Monet aus der Zeit von 1864 bis 1889 und Werken von Auguste Rodin, 1840, 19. 17, sowie einem Katalogvorwort von Mirbeau. Monet organisiert Schenkung von Manets Olympia an den Louvre. Er zählt erstmals Rekordpreise von mehr als 10.000 Franc für ein Gemälde. 1890 Fortsetzung der Getreideschober-Serie sowie neue Bilderserien mit Mohnblumenfeldern und Pappeln am Ufer der Äbte, bis 1891. Ankauf von Haus und Garten in Giverny, dabei intensive Gartenumgestaltung 1891 Tod von Ernest Horschede. Erfolgreiche Ausstellung bei Durandrucl mit 22 Werken, darunter 15 Getreideschober 1892 neue Bilderserie mit der Kathedrale von Rouen, bis 1894. Heiratet Alice Horschede geboren Rheingau. Hochzeit von Susanne Horschede mit dem amerikanischen Maler Theodore Butler, einen Schüler von Monet 1893 Eisgangbilder auf der Seine bei Bennecourt und Port Willets. Erwerb des Wiesengrundstücks hinter dem Haus in Giverny, das Monet zu einem Wassergarten mit Seerosenteich ausbaut. Fortsetzung der Kathedralenserie. Weltausstellung in Chicago zeigt Gemälde von Monet und anderen Impressionisten. Die Societe des Winkt in Brüssel löst sich auf 1894 Bildpreise von 15.000 Franz pro Einzelansicht der Kathedralenserie. Mary Cassatt, 1845, 19, 26, und Cézanne zu Gast in Giverny, 1895 Reise nach Norwegen, dort Besuch des Stiefsohnes Jacques Horschede in Sandvika bei Oslo, am Hang des Berges Kolsas, und Ansichten der norwegische Landschaft. Hohen Kolsas. Bau der japanischen Brücke im Seerosengarten und erste Darstellungen davon 1896 Pilgerreise in die Normandie Diepe.
Kurwille und Warneuville, und Beginn der Serie morgen an der Seine bis 1897 in der Nähe von Givern wie 1897 Bau eines zweiten Ateliers, um dort im Winter zu arbeiten. An der normannischen Küste, Bourville, tätig. Hochzeit von Jean Monnet mit Blanche Hochschede, das Paar lebt in Ruhen. Zweite Biennale in Venedig zeigt 20 Gemälde Monnets. Impressionistische Bilder aus dem Vermächtnis Caillebotte werden vom Museo du Luxembourg aufgenommen. 1898 öffentliche Debatte um den Prozess gegen den französischen Hauptmann Alfred Dreyfus, 18.591.935, spalte die Kunstwelt. Monet wie Zola treten für den Freispruch von Dreyfus ein. 1899 Tode von Alfred Sisley und Susanne Böttler, der Tochter von Alice, stürzen das Ehepaar Monet in tiefe Trauer. Monet beginnt in seinem Wassergarten in Giverny mit den Bilderserien der Seerosen und der japanischen Brücke, denen er sich 27 Jahre lang widmet. Aufenthalt in London, Beginn einer neuen Serie von Themse-Bildern, bis 1905. 1900 in London Fortführung der Themse-Serie, später in Vetheuil tätig. Hochzeit von Theodore Böttler, Susannes Witwer, mit Marthe Hochschede, die sich um deren Kinder gekümmert hat. 1901 malt letztmalig in London Bilder der Themse-Serie, die er bis 1905 im Atelier in Giverny fertigstellt. Vergrößerung seines Wassergartens und Anbau exotischer Pflanzen sowie Überwölbung der japanischen Brücke. 1902 Ausstellung in der Galerie Bernheim-Jeune in Paris mit Arbeiten von Pissarro und Monet, darunter 6 Bilder der seine Serie von Doyle. Kurzreise in die Bretagne. 1903 Arbeit an der Themse-Serie aus dem Gedächtnis im Atelier, was er bisher ablehnte. Erstes datiertes Bild der zweiten Seerosen-Serie, bis 1908. Tod von Camille Pissarro. 1904 mit Alice Reise im eigenen Automobil nach Madrid, dort im Prado-Studium der Werke der spanischen Meister, Velázquez. Malt Seerosen und Bilder der Themse-Serie. 1906 Ausstellung bei Durandrühl mit 17 Bildern von Monet. Tod von Cézanne. Clemenceau wird Premierminister, bis Juli 1909 und erneut von November 1917 bis Januar 1920. 1907 arbeitet fast ausschließlich an der Seerosen-Serie. Staatlicher Ankauf einer Kathedrale von Rouen für das Palais de Luxembourg. 1908 nachlassendes Augenlicht und nachfolgende Diagnose eines doppelseitigen grauen Stars. Arbeitsreise nach Venedig mit Alice, dort Bilderserie, die bis 1912 meist aus dem Gedächtnis beendet wird. Wiederaufnahme der Seerosen-Serie. 1909 Erkrankung von Alice. Ausstellung bei Durandrühl mit 48 Bildern der Seerosen-Serie, die zwischen 1903 und 1908 entstanden. 1911 Monets Sehvermögen verschlechtert sich. Vergrößerung des Seerosenteichs. Tod von Alice. Arbeit an den venezianischen Bildern aus dem Gedächtnis und an den Gemälden seines Wasser- und Blumengartens. 1912 Fertigstellung der Venedig-Serie, von denen 29 Bilder mit enormem Erfolg bei Bernheim-Jeune ausgestellt werden. 1914 Plan der Schenkung von Seerosen an den französischen Staat. Tod von Jean Monnet. Dessen Witwe, Blanche, übernimmt die Führung des Haushalts und wird Monnets enge Vertraute. Ausbruch des Ersten Weltkriegs und Einberufung von Michel Monnet und den Edelmännern der Stieftöchter. 1915 Aufbau eines dritten Ateliers für großformatige Seerosenbilder und die geplante Seerosendekoralio. 1918 Waffenstillstand ist Anlass für eine Schenkung von 8 Seerosenbildern an den französischen Staat. 1919 Verschlechterung des Augenleidens, dennoch weiter Arbeit an den Motiven seines Wassergartens. Verweigert Augenoperation aus Angst vor Erblindung. Tod von Auguste Reneuil. 1920 Erweiterung der Schenkung von Seerosenbildern an den Staat auf 12 Bilder und deren Unterbringung im Garten des Hotels Biron, heute Rodin Museum. Monet lehnt Mitgliedschaft im Institut de France ab. 1921 Augenleiden und arbeitslähmende Depressionen. Idee einer Rücknahme der Schenkung trifft auf Widerstand bei Clemenceau.
1922 Unterzeichnung des Vertrages über die Schenkung der Seerosendekoration für die Pariser Orangerie, 2 ovale Räume 1923 Augenoperation bringt Augenlicht teilweise zurück, danach Wiederaufnahme der Malerei an den Seerosenbildern 1924 Arbeit an den Seerosenbildern im Freien wie im Atelier. Depressionen und Zweifel an der eigenen Leistung führen zur Zerstörung und Verbrennung mehrerer Seerosenbilder 1925 erzielt Höchstpreise von 200.000 Franc, Frauen im Ruderboot. Bettlägerigkeit, verbunden mit schwindendem Augenlicht. Monet stirbt am 6. Dezember im Alter von 86 Jahren in seinem Haus in Giverny und wird am 8. Dezember begraben, auf seinen Wunsch ohne Pomp und Ansprachen, 1926 öffentliche Einweihung der Seerosendekoration am 17. Mai im Musée de l'Orangerie des Tuileries,